1618 fand der zweite Fensterschuss zu Prag statt, der Auslöser des 30-jährigen Krieges. Zwei Jahre später, 1620, fand die bedeutende Schlacht am Weißen Berg statt, der wir jedes Jahr herkommen und mithelfen, um an diese schreckliche Tat zu gedenken. Die Schlacht damals dauerte übrigens nur 2 Stunden. Da wurden die Böhmen, die Protestanten, niedergemacht von den kaiserlichen katholischen Ligen, unter anderem von Habsburg. Ein Jahr später fand immer wieder eine Andacht hier statt. 27 böhmische Bürger gingen in die Kirche und machten einen stillen Appell. Sie beteten, sie kamen leise in der Nacht und gingen auch leise wieder. Dies missfiel aber dem Kaiser. Und so ließ er die 27 Mann verhaften. Sie wurden zum Jahrestag hier hingerichtet. Unter anderem war ein Johannes Alfred von Schlick dabei, ein Adliger. Er wurde auch hingerichtet. Es war der Erste, der hingerichtet wurde. Er wurde geköpft. Ihm wurde zuerst die Zunge rausgeschnitten, danach wurde er geköpft. Alle weiteren, die halbwegs dem Adel angehörten, wurden ebenfalls geköpft von einem kaiserlichen Henker. Er schlug 4 Schwerter stumpf. Die restlichen, das Bauernvolk, möchte ich mal sagen, die wurden gehängt zur Abmahnung. Damit kein Aufstand wieder stattfindet, wurden die 10 Köpfe der abgehackten, hingerichteten Leute da oben am Karstow aufgehängt in einem Korb. 10 Jahre lang hingen diese Köpfe da oben, bis die Sachsen einmarschierten und Böhmen wieder protestantisch wurde. Zum Gedenken an die 27 Bürger bitte ich euch, die Kopfbedeckung abzunehmen. Manchmal einen Trompeter. Trommel. Ich danke euch, bedeckt euch. Bitte übernehmen.